Willkommen back auf Shisha Cologne. Ich möchte euch heute von Adalia Blue Eis vorstellen. Zwar nur die 20 Gramm Packung, aber dürft ihr reichen. 20 Gramm kosten 2,60 Euro. 200 Gramm kosten 14,90 Euro. Jetzt wird kurz ein Bild von der Dose eingeblendet, wie vom Schnitt. Danach sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder. Wie schon gesagt. Geruchtest kann ich auch noch kurz machen. Ich habe hier noch die Folie, wo es eingepackt war. Ja, so ein älterer Blaubeertabak, würde ich jetzt sagen. So riecht er. Also ist nicht eine frische Blaubeernote, sondern doch eher etwas veraltet. Aber riecht nicht schlimm. Nicht so das, wo ich mir so denke, was habe ich mir da geholt. Riecht angenehm. Nimm mal einen Zug. Ja, das spiegelt sich leider, was heißt leider, auch im Geschmack wieder. Das ist so etwas, also jeder, der schon früher ein bisschen, also der schon vor, glaube ich, 3, 4 Jahren geraucht hat, dürfte es den Geschmack kennen, so lange habe ich noch schon nicht geraucht, aber ich habe meinen alten Blaubeer probiert von dem Freund und genauso schmeckt der, so die ersten Blaubeer-Tabak, so ich glaube, den ich probiert habe, auch von Adalia Blue Eyes, aber das ist eine andere Geschichte. Raucht auf jeden Fall, hat Blue Eyes, hat also die 20 Gramm haben genau für einen Topf gereicht. Ich brauche immer ein bisschen. Das bisschen Tabak, bisschen oben, also ein bisschen overpaid, weil ich mit sie brauche. In so einem Ding kommt das dann, ist dann hier drinnen, ist zusammengepresst. Dann müsst ihr das einfach kurz mit der Hand locker machen, dann könnt ihr direkt rauchen. Raucht auf jeden Fall gut. Hat auch eine angenehme Eisnote, keine kratzige. Wirklich so eine, einfach was kühlt. Und dann halt die Blaubeere dazu. Auf Instagram wird ein Beitrag online gehen. Da habe ich mir ein Bild aus dem Internet genommen. Das habt ihr gerade auch gesehen. Dazu werde ich noch dazu posten. Werde auch beide Preise hinzuschreiben. Heute ist ja schon Freitag. Noch 2 Tage kommen Videos komplett. Und dann probiere ich einen Rhythmus irgendwie reinzubringen. Und dann hoffe ich, läuft das hier. Ich habe letztens auch gesehen, ich habe mich voll gewundert. Ich gucke so meine älteren Videos so durch. Ich werfe so, dass ein Video fast 200 Aufrufe hat, ja, und zwei andere 180 und so. Dachte ich mir auch nur so, okay. RIP. Wie schon gesagt, für jeden neuen, erster Link in der Videobeschreibung und Instagram, da kommt zu jedem Tabak, den ich vorgestellt habe. Wo ich damit angefangen habe diese Woche. Beitritt online, Kurzfassung, mehr oder weniger Kurzfassung, mit Geschmack und Schnitt und dann sind auch Bilder. Zweiter Link ist mein Twitch, da bin ich ab und zu live, ich meine so öfters, rauche da meine Pfeife meistens noch zu Ende. Heute kommt leider, bin ich nicht direkt nach dem Video live. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, mich zu abonnieren, ein Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben. Wenn ihr Fragen habt, immer gern wieder unten in die Kommentare rein. Ich werde die dann immer im nächsten Video beantworten oder mal ein komplettes Frage- und Antwort-Video machen. Raucht auf jeden Fall gut. Ja, doch, die Frage an euch. Was haltet ihr eigentlich so von den 20 Gramm Päckchen hier? Ich finde die eigentlich gut. Aquamenta hat die ja jetzt auch. Two Passion auch. Ich habe mir mal von Aquamenta da Exotic geholt. Den werde ich wahrscheinlich am Morgen vorstellen. Und von Two Passion Oculum. Und ob ich das am Sonntag vorstelle, weiß ich aber noch nicht.
Das war's dann jetzt aber auch schon wieder von mir. Wenn du oder ihr eine Pfeife am Laufen habt, guten Rauch. Man sieht sich.